Viele sind, glaube ich, erstmal froh, so einen geregelten Tagesablauf zu haben. Wir haben bis 7:30 bloß Frühstück. Das heißt, man muss zeitig aufstehen, sonst gibt es kein Brötchen und kein Kaffee mehr. Auch Mittagessen muss man sich anstellen, sonst passiert nichts. Und so ist morgens, mittags und abends eben ja gesichert, dass man ja sich im Speisesaal einfindet. Wir haben viele Küchen in den Häusern und merken, dass die Leute ganz, ganz, ganz viel auch selber kochen. Und was wir merken, dass sie Kontakt suchen. Sie erwarten einfach eine Offenheit, die sie selber auch haben. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwierig. In Friedland nicht so unbedingt. Wir können, glaube ich, mit vielen Fremden sicherlich sehr gut leben, aber woanders ist das, denke ich, eine Herausforderung. Also sie sind sehr offen, sehr, sehr offen. Ja, ob Frauen mit Schleiern verhüllt sind und im Supermarkt stehen und nach Wimperntusche gucken, finde ich so ganz interessant. Oder ja, einfach in Göttingen im Geschäft Sonnenbrillen aufprobieren oder sich das neueste Parfüm ausprobieren. Man sieht dann so, aha, die kommen aus Friedland, so ja, ganz andere Bilder, die dabei entstehen. Oder sie hier auf dem Rasen liegen und da ihren Laptop auf den Beinen haben, so als wenn es meine Töchter sein könnten. So, ja. Aber Erwartungshaltung, glaube ich, gibt es gar nicht. Es ist alles neu. Es ist vieles, vieles neu. Und bevor man sich in diesen Rhythmus einfindet, vergehen ein paar Tage.